Jetzt war es damals so, ich kann mich noch erinnern, es kam dann buchstäblich alles auf einmal. Und zwar hatte ich, bevor ich in diesen Burnout kam, also das hat sich so ein bisschen schleich, ich habe das erst gar nicht gemerkt, ich habe das erst sehr viel später gemerkt, dass ich da in den Burnout drin war, aber ich kannte das gar nicht. Und zwar war das ganz ulkig. Ich habe damals, wie gesagt, ich war in der ambulanten Pflege in München. Das war herrlich, das war wirklich ein schönes Arbeiten, muss man sagen. Ich hatte auch gar nicht so groß Stress, man hat seine Leute abgefahren, man war mit Leuten in Kontakt und so. Ne? Man kannte alles, war wirklich bestens eingearbeitet. Und irgendwie habe ich dann auch mal gemerkt, das kann es aber irgendwie nicht sein. Meine Chefin hatte mich damals, hat dann mich zu sich hergeholt und hat mir klargemacht, Michael, du gehörst hier nicht mehr her. Irgendwas ist mit dir passiert, das passt nicht mehr. Ich fand das damals natürlich ziemlich beleidigend. Ja. Aber nachher dann sehe ich, dass sie eigentlich gesehen hat, dass ich mich verändere, dass ich da nicht mehr hinpasse, dass ich einen Schritt machen muss. Und mir wurde dann ganz klar, das war so richtig deutlich, also kein Grau mehr, sondern Schwarz und Weiß, war ganz klar, dass ich da nicht mehr hinpasse. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann gehe ich jetzt, suche mir vorübergehend, wohlgemerkt vorübergehend was anderes, und hatte dann an dem Tag angefangen, mich selbstständig zu machen. Das ist ganz einfach. Wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Burnout bin oder ich weiß nicht, wo ich hingehe, Burnout heißt, ich bin ausgebrannt. Das heißt, für das, was ich jetzt gerade tue, ist die Energie, die ich ja nicht brauche, um das zu machen, nicht mehr vorhanden. Irgendwann kommen die meisten Leute an den Punkt, dann geht auch gar nichts mehr. Die können dann nicht mehr. So, und wenn man diese Leute jetzt quasi in das reinbringt, wofür sie eigentlich da sind, in ihre Begeisterung, dann ist auch mal die Energie wieder 100% da, ist der Speicher wieder aufgefüllt. Und wenn jetzt jemand, wie du schon sagst, zu mir kommt und sagt, hey, ich weiß absolut, ich habe gar keine Idee, ich weiß nicht, was ich machen kann. Das heißt ja nicht, dass es da nichts gibt. Das heißt ja auch nicht, dass derjenige unbegabt ist oder nicht intelligent oder so, oder dass er keine besonderen Gaben hat. Das heißt nur, dass er sich noch gar nicht damit beschäftigt hat oder dass noch nicht die nötigen Rädchen gedreht worden sind, damit man sich für dieses Thema mal öffnet. Sondern es geht einfach darum, wenn ich im Hamsterrad bin, das heißt, wenn ich etwas tue, wo ich immer nur noch mich im Kreis drehe, wie gesagt, dann habe ich ja ein bestimmtes Denken an den Tag gelegt, dass dieses eben fördert, dass das unterstützt, das ist mein Mindset. Das heißt, ich denke beständig Dinge, die mich da in dem Hamsterrad festhalten. Das heißt, wenn ich da raus möchte, dann muss ich mir erstmal Gedanken machen, wie schaffe ich das denn? Was muss ich tun, um das zu erreichen? Das heißt, wenn ich erst einmal Klarheit brauche. Ihr könnt euch nicht entscheiden, wenn ihr an eurem alten Leben festhält, die ganzen Gedanken um euch rundherum sind und ihr voll im Hamsterrad seid. Dann könnt ihr euch nicht entscheiden. Das heißt, ihr müsst euch erst einmal eine Auszeit